Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch genau hier an diesem Punkt. Sieht zwar aus, als hätte ich mich noch keinen einzigen Millimeter bewegt und dass noch keine einzige Zeit vorbeigegangen ist, aber in Wirklichkeit ist es jetzt schon 3, 4 Wochen her, seit ich wieder aufgenommen habe. Und nein, eigentlich war ich nur aufs Klo. Aber nur damit ihr seht, ihr merkt es nicht. So, ich habe jetzt einfach mal hier irgendwas aufgelevelt. Tivo fahren. Ah, dann plättet seinen Gegner. Okay. So. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit unseren Kollegen unterhalten. Und wir könnten jetzt eigentlich in Roshogul, in Fenmont eindringen, aber machen wir noch nicht, weil, keine Ahnung. Pflegen. Bade einen verbündeten Licht mit 50% seiner KP. Das ist schon mal gut, aber ich möchte ja so Kampftechniken haben. Schwalbenflug. Swallow Fury, oder? So, KP. Das hier und das hier. Da. Stabregen. Ein Kriegsarzt ist hingegen mit zahllosen schnellen Schlägen verwüstet. So, ich möchte erstmal hier. Grenzüberschreitung. Gehaltene Ladung. Ach, das hatte er noch nicht, ne? Ich Idiot. Ach hier, Überschreitungsverlängerung. Grenzüberschreitung. Hä? So, wer hat noch irgendwas gelernt? Ich muss die wirklich einzeln alle leveln, weil so kann ich mir halt nicht merken. Weiter jetzt mehr AZ. Oder soll ich diese eine Dingens machen? Übertaktet oder Bewahrung? 50% weniger TP richten aber auch 30% weniger Schaden an. Mehr TP richten Geister mehr Schaden an. Wisst ihr was? Mir ist aufgefallen, er setzt von alleine gar nicht so viele Dingens ein. Warte mal einen Moment. Muss mal kurz bei Strategie was gucken. So, das Beste geben. KP-Stufe. Vorwiegend Arzt. Nur Geisterarzt. Verwende nur Geisterarzt. So. Mir ist aufgefallen, von alleine setzt er gar keine Arzt ein. Keine Geisterarzt. So, jetzt möchte ich noch mal kurz hier die übliche Prozedur. Ich weiß übrigens nicht, wann man hier 3 Punkte, den mal 3 Multiplikator bekommt. Oh, ich brauche 2-mal Fisch. Dann nehme ich. Ach, wir haben keinen Fisch. So ein Dreck. Ach. Boah, guck dich das an. Zack. Mithril Life. Mithril Helm. Und das war's. So, und boah, schon wieder nur doppelte Sachen. Zack, und hier haben wir auch aufgenommen. Paladino machen. Was, nein, hier. So. Jetzt hole ich mir mal hier was Zubehörmäßiges. Kaufen. Was haben wir denn hier alles? Hörtstärke, Vitalität, Geschicklichkeit. Aber die anderen Werte waren auch irgendwie erhöht. Maximal KP, das ist für mich irgendwie wie Beutegegenstände um 15%, wenn der Gegner erhöht die Chance auf Beutegegenstände um 15%. Ja, das klingt gut, aber ich weiß nicht, wen ich jetzt geben soll. So, Paladinumangen. Auf verteidigen. Das gibt eine Menge. Ja. Kaufen wir uns auch ein. Silbergalaschen. Diese Symbole, verdammt. 3 KP. Ja gut. Dann geben wir mal. Ich weiß nicht. Geben wir mal ihn hier. Den Monokel. Wenn der Träger einen Gegner besiegt, ja. Kriegerheimlim, Erdumang, Paladinumang. Wo sind hier? Wohl würde ich vielleicht, ja, ich würde es lieber Rome geben. Er braucht mehr Verteidigung.
Ach, das hat man schon. Stellt bei ihm, wir sehen, okay, reicht. So, dann jetzt, wo wir wieder freie Wahl haben, wo wir hingehen können, würde ich erstmal nach Hammel zurückgehen. Obwohl, ich würde erstmal speichern, weil es ist schon verdammt lange her, seit ich gespeichert habe. Und es wäre jetzt ziemlich blöde. Ach ja, ach, wie heißt der Ort nochmal? Dieser eine Berg, wo wir gegen diese Motte gekämpft haben. Bermia-Schlucht, glaube ich. Ich habe mich auch nochmal da umgeguckt, so Schatztruhenmäßig. Und nicht an der Spitze, aber das Gebiet vor dieser Spitze. Dieses ganz große Gebiet, wo man da runterspringen konnte und so. Da habe ich irgendwo noch so ein Monster gefunden, das 100.000 HP hatte. Das mich natürlich weggefetzt hat. So. Und ja, wir sollten ja jetzt... Angeblich soll ja hier ein Geist erschienen sein. But they're still better than having nothing at all. Hey, come on. The fruit trees are still here. The mountains are still here. I don't have memories of fruit. I do. I remember having fruit curry for dinner once a week. Oh yeah. The mayor always put apples in it. It was her favorite thing to make. Although, it was a little too sweet for me. Hey, wait a minute. Tipo can talk about things that Elise isn't even consciously aware of? I guess so. Then maybe Tipo can help you remember the things you've forgotten. Didn't you say Shandu looked familiar? If we use Tipo there, maybe you can remember something. That's very perceptive. If this works, Elise may even be able to learn something about her parents. Sollte hier nicht eigentlich irgendwo ein Geist sein? Sollten wir einfach wirklich hier so rumlaufen? It's good to see Elise excited again. Well done. In Leia's case, I think that was probably half inspiration and half blind luck. Mein Gott, sind jetzt hier wirklich alle weg? Ja, wir sind ja eigentlich hingekommen, weil angeblich ein Geist hier erschienen ist. Die Typen von Rushagol haben sich ja irgendwie hier... Naja, die sind irgendwie hier eingedrungen. Als wir mit Gaius geredet haben. Oh, müssen wir ja auch noch. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Wo ist denn hier? Ich glaube, nicht nur ein normaler Geist. Ich meine, einer der vier großen Geister soll ja hier gewesen sein. Und jetzt frage ich mich. Ist er noch irgendwo hier? Weil wenn ja, dann hätte ich den gerne, weil wissen wir ja noch, bisher noch am Anfang. Da wurde ja erklärt, wie Mila zu spielen ist. Und da stand ja so, Mila, die Herrscherin der vier großen Geister. Und mit Kreis können die Geister hier kämpfen. Man konnte ja mit den Geistern auch am Anfang kämpfen. Jetzt frage ich mich, wann bekommen wir diese verdammten Geister denn mal endlich wieder zurück? Ich meine, wir sind jetzt schon 30 Stunden am Spielen. Wenn ich jetzt hier so an Tales of Phantasia zurückdenke, ich habe nach den ersten 5-6 Stunden konnte man schon den ersten Geist wieder beschwören. Ich meine, hallo? Wo sind die denn? Die brauchen wir doch. Ja, okay, die kosten alle 40 TP, wenn ich mich nicht irre, aber ich frage mich echt schon, wann wir mal einen von denen wieder bekommen. Weil die werden dann richtig, die werden richtig schön, wenn wir die hier so beschwören könnten und so, ja. Aber hey, hallo. Ich habe ich nicht gesucht, aber was soll's. Das Dorf wurde angegriffen, während ich draußen auf dem Feld bei der Arbeit war. Ich kann es nicht glauben, jeder, den ich kannte, und das gesamte Dorf ist vernichtet. Bitte gebt mich auf, es besteht immer noch Hoffnung. Es könnten noch weitere Überlebende geben. Habt ihr eine Ahnung, wohin sie geflohen sein könnten? Der einzige Ort, den ich mir vorstellen kann, ist der Aladi-Seehafen. Ich flehe euch an, könntet ihr dorthin gehen und nachsehen, ob da andere Dorfbewohner sich dorthin retten konnten? Ja. Natürlich, ich werde nachsehen, ob jemand das Hammel im Aladi-Seehafen fliegen konnte. Bitte, ich kann hier draußen ganz allein nicht überleben.
Ich muss doch eine Frau haben, die für mich kocht. So, haben wir wieder einen sexistischen Joke gemacht in diesem Let's Play. Ach, oh Gott. So. Ich habe aber immer noch das Gefühl, ich muss mich hier gut umgucken. Weil wenn mir hier einer der vier großen Geister aus dem durch die Lappen geht, dann habe ich ein Problem. Ist in Elises Schuppen noch irgendwie was? Bademantel. Wo kommt hier eine? Da kommt eine Katze. So, this is where they kept you, huh? How long were you in here? I'm not sure. Really long or kind of short. It was a blur. What would have happened to you if we hadn't come along? The big man always used to say that I should try and get along with the villagers, so that maybe I could live here one day. I'm sure he meant well by that, but you can't just ask a kid to live alone in some strange town. Deswegen hat er immer gesagt, du darfst nicht ins Dorf gehen. Don't drink from those. They're full of strange juice that makes you dizzy. This is porridge wine. It's a type of liquor that glows in the dark. The longer it ferments, the mellower the taste and glow. After 10 years, it'll shimmer like the moon. That's why they call the top shelf version Moonlight. You sure know a lot about it. Naturally. Hmm. This flavor certainly is deep and rich. This may be one of the best things I've had. Hey, that's stealing. Don't worry. Oh nein. This won't faze me. Oh, nothing bad's gonna. Oh, but it just did. I just said it makes you dizzy. It went straight to her legs. I never would have guessed that was Maxwell. Maxwell, meine Damen und Herren. Der große Herr der vier Elementargeister. Wird betrunken von Porangenlikör oder Porangenwein. So, ist da oben noch was? Hm, ist hier noch was? Da ist was Glitzerndes, was wir noch nicht hatten. Eisensand. Der ist aus Eisen gemacht. So, anscheinend gibt es hier nichts. Ich glaube auch, die vier großen Geister finden wir in der Story oder so wieder. Ich glaube nicht, dass hier einfach so, ja, hey, wir sind übrigens hier im Nebenquest und du kannst uns ruhig verpassen. Weil wir irgendwie keinen Sinn machen, weil ich denke mal, am Ende des Spiels wird Mila die wieder alle bei sich haben. Je nachdem, vielleicht verschwindet ja auch Mila, vielleicht ist sie tot, was weiß ich. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber mal gucken. Wenn sie auf jeden Fall noch lebt, dann denke ich mal, dass die vier großen Geister auch wieder da sind. So, und hier oben ist nichts. Kann man da überhaupt hin? Also das ist nicht auf der Karte angezeichnet. Kann man da? Oh, ach so, ja. Ach, da können wir die Quest mit dem Schwein gar nicht erledigen, oder? Oh, was ist? Oh, was ist? Sieht nicht so aus, als wäre jemand aus Hamill. Sieht so aus, als wäre gar keiner hier. Dann sind sie doch alle tot. Seht euch doch dieses komische Ding mal an. Tipo ist kein komisches Ding. Das ist Tipo. Bitte entschuldigt das Benehmen meiner Tochter. Ich bin Lauren, ein ehemaliger Händler. Ehemalig? Du siehst aus wie Largo aus Valkyria Chronicles. Ja, leider. Ich musste mein Geschäft in Fairmont aufgeben. Wir konnten es uns nicht länger leisten, in die Stadt zu bleiben. Wir sind gerade hier in Outgrowth angekommen und hoffen auf eine Neustadt in einem neuen Land. Dann solltet ihr nach Hamill gehen. Die Stadt ist menschenleer und steckt in großen Schwierigkeiten. Was meint ihr damit? Ist übrigens gut fürs Geschäft. Hä? Ja, Jude erklärt jetzt mal dick und breite Story und wir machen hier einen Schnitt. Bis dann.